Grundsätzlich kannst du dich immer über etwas ärgern oder aber du sagst dir, was gibt es denn für eine Alternative dazu? Weil, indem du dir vor Augen führst, was gibt es denn da noch, außer, dass man nicht sich über etwas ärgert. Und darüber hinaus kannst du das Ganze auch als Lernprozess für dich empfinden, wo du dir sagst, es geht mir zwar ziemlich auf die Nerven, aber im Hinblick kannst du dir auch da sagen, es ist gar nicht so schlimm, weil ich habe jetzt erkannt, dass ich das so nicht machen möchte. Und spätestens dann, wenn du herausgefunden hast für dich, dass du dich darüber nicht ärgerst, sondern du siehst das nur so als Lernprozess, als Lernvorgang, gibt es eine ganz andere Möglichkeit für dich, diese Situation, alles, was du da gemacht hast, für dich abzuspeichern und zu hinterfragen, wo du dir sagst, ich möchte das entweder so oder ich mache das noch anders beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Und spätestens, wenn du so vorgehst und ärgerst dich dann nicht mehr drüber, sondern du sagst dir einfach nur, das ist in Ordnung, aber ich werde da mit Sicherheit drüber nachdenken, um das nicht wieder so zu machen. Und dann wirst du spätestens genauso den Ansatz dazu finden, wo du dir sagst, okay, ich will das nicht wieder machen, ich habe es zwar jetzt gemacht, aber beim nächsten Mal weiß ich, das funktioniert nicht und aus dem einfachen Grunde ist es so zu verstehen, dass ich es nicht wieder machen werde. Denk da einfach mal dran und finde für dich heraus, was bei dir momentan oder in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. In diesem Sinne, denk daran, bis dann.